Audio Artlernen, der TKKG-Podcast mit Raphael und Thomas. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe des TKKG-Quiz bei Audio Adlernest. Ich hoffe, ihr seid alle mindestens so aufgeregt wie Thomas und ich, beziehungsweise unsere beiden Quiz-Teilnehmer, beziehungsweise eine Teilnehmerin und einen Teilnehmer haben wir uns eingeladen. Es ist einmal die Svenja, hallo, kannst du uns hören? Ich kann euch hören, hallo. Und der Erik aus seinem Arbeitszimmer, wie wir gerade gelernt haben. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich bin auch hier. Hallo Raphael. Schön, dass du mich begrüßt. Wird toll heute. Ich habe schon das Gefühl, dass wir heute richtig gut harmonieren als Quizmaster. Ich glaube auch. Wir haben uns heute noch gar nicht gesprochen, merke ich gerade. Kaum. Ich hatte dir nur eben eine Sprachnachricht geschickt, als du über mich gelästert hast, als ich hier noch nicht reingekommen bin. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich dachte eigentlich, du sagst von dir aus noch ein paar Worte. Deswegen habe ich jetzt gerade mal so eine unangenehme Pause mit eingeschoben. Das ist okay. Ich dränge mich ja gern dazwischen. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Ja, herzlich willkommen an die Zuhörer zum ersten, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, ob es das erste TKKG-Quiz überhaupt ist. Ich würde fast sagen nein, aber es ist auf jeden Fall das erste Audio Adlernest TKKG-Quiz. Und ihr habt ja mitbekommen, wir haben bei Instagram verlost, wer hier heute mitmachen darf. Und dann haben sich unter anderem die Svenja und der Erik da bereit erklärt, sich in den Lostopf werfen zu lassen. Und die Glücksfee Maren Gilzer alias Raphael. Alias Sonja Kraus. Alias, ja. Hat euch beide dann gezogen. Und ich denke mal, vorab wäre es ja ganz nett, wenn wir ein ganz klein bisschen was über euch erfahren. Erik, wenn das okay ist, beginnen wir mit der Dame. Ne, wir sind ein bisschen oldschool hier. Wir sind ja TKK auch in den 80ern da angesiedelt irgendwo. Ja, wir bleiben in der Zeit. Genau. Svenja, wollen wir dich ausfragen oder möchtest du von selber was von dir erzählen? Ja, frag mich ruhig, was ihr wissen wollt. Okay. Raphael, fang du an. Wir können abwechseln einfach. Ja, sollen wir so kreuzfeuermäßig machen? Ja. Wie bist du auf Audio Adlernest gekommen? Tatsächlich über Facebook, über die TKKG-Gruppe. Ach, wo wir noch zuerst gedacht haben, Facebook, lohnt sich das? Einer von euch hat es gepostet, richtig? Und bestimmt. Ich habe drauf gewartet, dass es losgeht. Ja, sehr gut. Also hast du vorher auch die tosende Hollywood-Schaukel gehört? Nein. Nein? Ach, nein. Krass. Okay. Aha. Ich habe keinen Vergleich, aber ich bin begeistert von euch. Das ist schön. Dankeschön. Dankeschön. Wie alt bist du? Genauso alt wie TKKG. Also? Also ich werde nicht in diesem Jahr noch 13, sondern Jahrgang 81. Jahrgang 81, okay. Genau. Und wo kommst du her? Aus Bielefeld. Aus Bielefeld, okay. Genau. Okay. Gibt es tatsächlich. Ja, stimmt. Die Bielefeld-Verschwörung. Das war ungefähr zu der Zeit, als Nadine the Brain auch populär war, oder war ja, das richtig, früher? Richtig, richtig, genau. TKKG, wie bist du dazu gekommen? Ich bin als geboren Kind worden und dann habe ich es direkt gehört, als ich soweit war, ne? Zum Geburtstag bekommen. Ja, also und ganz dann klassisch. Ganz genau, dann hängen geblieben. Dann hängen geblieben, ja. Und deine, weiß nicht, hast du Kinder? Ich habe eben einen Mann gesehen. Nein, keine Kinder, aber dein Mann wird der gezwungen mitzuhören? Ganz genau. Ja, das ist schön. Er behauptet auch, dass er es gerne hört. Also, ja, immerhin. Muss er das? Ja, ja. Okay. Der Frieden bewahrt wird. Sehr gut. Genau. Erik, die gleichen Fragen gelten dann auch für dich. Erstmal, wo kommst du her und wie alt bist du? Ich bin 49, erschreckenderweise. Oh, der Älteste hier im Bunde, kann man schon mal sagen. Ja. Der Großvater. Oder der mit der meisten Erfahrung. Also definitiv der mit den meisten Büchern, würde ich mal gerade sagen. Ja, das auf jeden Fall. Von keine Thomas und mir. Bücher mehr, leider. Komme ich nachher zu. Nee, ich wohne in Erlangen. Gebürtig bin ich aus der Gegend von Augsburg. Kennst du JBO? Vom Namen her. Die sind doch aus Erlangen, ne? Die Band, die berühmte. Ja, ich weiß schon, diese James Spaß-Metal-Band aus Erlangen. Svenja nickt eifrig. Ich bin wegen meiner Frau hergezogen. Ich kenne mich in Erlangen nicht so wahnsinnig gut aus. Also wohnst du noch nicht so lange da? Seit 2019, erschreckenderweise. Also 5 Jahre hat sie Zeit, die Stadt kennenzulernen. Es hat aber nicht so gut geklappt. Ja, nicht wirklich gut. Da hast du gesagt, du bist aus Augsburg ursprünglich? Aus der Gegend von Augsburg, ja. Donauwörth. Aber das hört man gar nicht. Nee, meine Eltern sprechen zum Glück überhaupt kein Dialekt. Das heißt, es hilft, wenn man Hochdeutsch spricht, wenn man andere Sprachen lernt. Und ich kann Bayerisch, wenn ich auf Bayerisch angesprochen werde. Okay. Aber ich kann nicht von mir aus. Dann klingt Gesprächspartner spiegeln, sagt man, ne?
Ja, mhm. Also man wächst halt auf, ne? Wenn man dann mit den Leuten spricht, dann hat man halt welche, die sprechen den Dialekt und dann schnappt man es auf, aber jetzt so von mir aus könnte ich nicht reinschlüpfen. Wie bist du auf unseren kleinen, aber feinen Podcast gestoßen? Ich habe euch gesucht, nachdem die tosende Hollywood-Schaukel aufhörte. Mhm. Habe ich dann überlegt, gibt es denn sonst überhaupt keinen, der TKKG-Podcasts macht? Und dann war es kurz darauf, habe ich euch durch Zufall gefunden und reingehört und seitdem Hörer der ersten Stunde, sagt man, glaube ich. Sehr cool. Gut. Ja, wir hatten geschaut, es gab ja nicht so wirklich jemand anderen, der sich exklusiv um TKKG kümmert. Es gibt ja so ein paar Podcasts, die machen hier und da mal eine Folge über TKKG, so Hörspiel-Podcasts, aber so richtig habe ich auch nichts gefunden und deshalb haben wir ja gedacht, machen wir das einfach. Naja, mal gucken, wohin uns das noch bringt. War eine gute Idee. Ja, das ist schön. Aus Erfahrung kann ich sagen, irgendwann ab der 40. Folge wird es dann manchmal schwierig, Motivation zu kriegen. Also wir haben tatsächlich einen anderen Podcast zusammen schon gemacht. Da haben wir deutlich über 100 Folgen. Okay, gut. Dann seid ihr das. Also da haben wir nicht so viel Hörer mobilisieren können mit über 150 Folgen wie über, ich glaube, jetzt 10 Folgen TKKG-Podcast. Also das ist tatsächlich echt heftig, wie viele Leute da anscheinend Bock drauf haben oder da Bock drauf hatten. Und das werden immer mehr täglich. Von daher sind wir da ziemlich überwältigt von der Reaktion. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Und immer auch interessant zu wissen, wie die Leute tatsächlich drauf kommen, ne? Also weil da sind ja ein paar Hörer haben auch vom Thomas Friday erfahren, sind von der Hollywood-Schaukel quasi rüber, deshalb auch die Frage an Svenja eben. Mhm. Wir hatten erst überlegt, machen wir Facebook überhaupt? Machen wir überhaupt? Also welche Kanäle machen wir überhaupt? Ne? Also wo tummeln die Leute sich? Da wir ja auch, ich sag mal, Anfang der 80er geboren sind und mit Facebook quasi aufgewachsen, wie auch immer, Thomas ein bisschen später, der hat sich gegen Digital manchmal so ein bisschen noch gewehrt. Hat man in irgendeiner Folge auch schon mal so ähnlich. Ja. Und dann hat es aber dann doch irgendwie geklappt. Ich war mir am Anfang bei diesen Gruppen nicht so sicher. Also ich weiß, dass bei Facebook in den Gruppen viel los ist, deshalb hier auch der Beweis, der sitzt ja da, Svenja. Das ist ein bisschen so elitäre Gesellschaft, ne, so Gruppen. Ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, okay, guck mal, jetzt bist du so ein Stadtmensch. Ja, genau. Dann kommst du da so rein, da habe ich zuerst schon gedacht, wir kriegen jetzt richtig auf den Deckel hier. Also wie wenn du in so eine Kneipe Werbung kommst, so eine Kneipe in Augsburg oder so in so einem Stadtteil, kommst du rein und dann öffnet sich so die Tür und dann ist das wie hier Aragorn in Herr der Ringe. Und dann drehen sich alle rum und dann sage ich, den kennen wir gar nicht, der ist nicht von hier. Ja. Und so ist das auch, wenn du in so Facebook-Gruppen reinkommst. Ne? Erik, du hast gerade gesagt, du hast Podcast-Erfahrung. Möchtest du ein bisschen Werbung für deinen Podcast machen? Kann ich, aber ich glaube nicht, dass irgendeiner das kennt. Es gibt eine Hörbuchreihe Professor von Dusen. Ich habe da schon mal von gehört. Ja, Das ist ja schön. Über Thomas Freitag, glaube ich. Kann sein, ja. Also das ist, wenn man in den 70er, 80er, 90ern Radio gehört hat, dann kam das immer wieder mal rein. Das ist so eine Folge von Michael Koser, gibt es 80 Folgen von, oder 79, je nachdem, wie man zählt. Und ich habe im Podcast gerne gehört, gerade so 3 Fragezeichen und Tosende Hollywood-Schaukel und sowas. Oder Rasende Hängematte hieß, glaube ich, früher. Ja, genau. Und habe dann irgendwann mir gedacht, ich muss auch einen Podcast machen. Ich will das mal versuchen. Und habe mit meinem Bruder gesprochen, habe gesagt, komm, wir machen Van Dusen, die mögen wir. Und ja, sind jetzt bei Folge 50. Ja. Und haben meine Schwester in der Weile aufgenommen in den elitären Kreis. Ja, wenn du magst, schick mir im Nachgang gerne den Namen des Podcasts und dann kann ich den in den Shownotes hier verlinken. Ja, und dann bei Instagram können wir den auch mal verlinken. Wer weiß, vielleicht geht der ein oder andere Hörer ja mal Probe hören bei dir und bleibt da hängen. Würde mich freuen. Wie gesagt, ich glaube, wenn man die Hörspiele nicht kennt, ist schwierig. Ne? Das ja, ist wahrscheinlich. Oder man lernt sie kennen, so wie das bei mir der Fall ist. Auch eine Möglichkeit. Muss man ja auch. Ja, aber ob wir dann der beste Weg sind. Ja gut. Kommen wir zum heutigen Quiz. Ja. Ich bin jetzt erstmal dazu da, um euch die Regeln so ein bisschen zu erklären. Ich habe es versucht, nicht zu kompliziert zu machen. Also ihr werdet dem beide folgen können. Und ich lege einfach mal los. Ne? Bei unserem ersten Quiz gibt es mehrere Arten von Fragen. Die sogenannten Standardfragen. Hier stellen wir eine Frage und ihr könnt mit einem Ja signalisieren, dass ihr die Antwort wisst. Gebt ihr die richtige Antwort, erhaltet ihr 2 Punkte. Antwortet ihr falsch, dann darf der andere Kandidat antworten, darf sich die Frage bis zum Schluss anhören und würde auch 2 Punkte bekommen, wenn er direkt antwortet. Er darf sich aber auch danach 4 Antwortmöglichkeiten vorlesen lassen und wenn er davon die richtige auswählt, bekommt er 1 Punkt. Ihr könnt auch beide euch die Frage natürlich zu Ende anhören und euch auch beide die Antwortmöglichkeiten und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Ja? Das wäre diese erste Frage. Die zweite Frageart wären Schätzfragen.
Hier wird in der Reihenfolge des bis dato gezählten Punktestands geantwortet. Also derjenige, der vorne liegt, muss zuerst antworten. Wer näher an der Lösung liegt, der erhält 2 Punkte. Bei exakter Nennung der Antwort gibt es 3 Punkte. Und die dritte Art der Frage ist das Zitate- oder Klappentextraten. Wir lesen Klappentext oder Zitat vor. Wer antworten möchte, sagt hier. Und der Rest läuft über den Standardfragen. Das heißt, ihr könnt auch da wieder aussuchen, könnt euch das bis zum Ende anhören oder auch nicht. Das ist dann natürlich ein bisschen dieses Risiko, ob ihr dem anderen Kandidaten dann zuvorkommen wollt. Und das ist es eigentlich im Großen und Ganzen, würde ich sagen. Und dann wechseln der Raphael und ich uns einfach mit den Fragen ab. Wir haben es nicht vorher geprobt. Ich habe 20 Fragen aufgeschrieben, dem Raphael, die dann entgegen meiner Ankündigung nicht vor einer Woche geschickt, sondern heute. Und dann hoffen wir mal, dass wir einigermaßen klarkommen. Und ich habe schon mal in einem anderen Podcast ein Quiz gemacht. Und ich kann euch nur beiden den Rat geben, seid nicht zu verbissen. Ich versuche euch im Nachhinein im Schnitt, wenn jetzt einer hier richtig krass abgeht, ich versuche euch beide sehr sympathisch erscheinen zu lassen und als wird euch das gar nicht interessieren, wer gewinnt. Aber ich kann mich an Quiz-Kandidaten erinnern, die richtig krass drauf waren. In anderen Podcasts, die ich schon gemacht habe. Bei unserem Podcast Raphael, da haben wir einen anderen Kollegen, das ist unfassbar, mit denen kann man keine Quiz machen. Das ist viel zu schlimm. Möchtest du loslegen? Mit der ersten Frage etwa schon. Würde ich sagen, oder? Das können wir gerne machen. Es sei denn, ihr habt noch Fragen an uns, die ihr spontan euch vorbereitet habt und dann... Alles verstanden. Ansonsten machen wir das alles, alle privaten Fragen beantworten in der sagenumwobenen FAQ-Folge, die irgendwann mal kommen wird. Eben, ey. Ihr seid immerhin die ersten Audio-Artliners-Hörer, die wissen, wie wir aussehen. Aber das stimmt. Absolutes Stillschweigen. Ne? ihr habt ein NDA unterschrieben und so. Also von daher. Ja, genau. Gut, wenn die Regeln soweit klar sind, würde ich sagen, starten wir ganz locker mit einer Aufwärmfrage. Frage 1. Stefan Wolf nennt sich der Autor der TKKG-Bücher, der im Jahr 2007 verstarb. Wie wir alle wissen, ist Stefan Wolf nur eines von mehr als 100 Pseudonymen, die er benutzte. Wohl aber wohl das berühmteste. Wie hieß Stefan Wolf mit bürgerlichem Namen? Hier. Kalmutschek. Ralf, glaube ich, oder? Kalmutschek? War falsch? Ich würde sagen, wir geben dir nochmal die Möglichkeit, da nochmal drüber nachzudenken kurz. Aber du warst nah dran, aber... Ist der nicht Ralf? Ralf mit ganz kurzer R-Name, was gibt es noch? Rolf? Rolf Kalmutschek? Senja, wenn du nix, ist das unfair. sag nochmal den Namen komplett. Rolf Kalmutschek. War immer noch falsch? Dann lasse ich Svenja mal antworten. Das Schlimme ist, ich wusste ihn eben und jetzt hast du ihn dreimal ausgesprochen und jetzt weiß ich ihn auch nicht mehr. Also mein Angebot ist, ich lese die 4 Antwortmöglichkeiten vor. Dann gibt es natürlich nicht mehr die ganz hohen Punkte, aber ihr habt beide die Möglichkeit zu punkten. Ich würde sagen, bevor wir die erste Frage mit einer Nullnummer abschließen, dann geben wir besser beiden die Möglichkeit, da zu antworten, oder? Ja, ja. Mach mal so. Okay. Ja. Okay, die 4 Antwortmöglichkeiten sind A. Jetzt muss ich schon lachen, weil er hier für Antwortmöglichkeiten geschrieben hat. Okay. Die Antwortmöglichkeiten sind A. Ralf Pasternak, B. Rolf Kalmutschak, C. Rudi Sedlacek oder D. Rainer Rosshirt. Jetzt darf Svenja zuerst, ne? Ja, ihr dürft beide. Ja, das ist so, jetzt wurscht. Ja, B. Ja. Dann ist es B. Kalmutschak. Oder perfekt. Was? Das ist natürlich vollkommen richtig. Herzlichen Glückwunsch, ich hoffe, das läuft so weiter. Wir sind halt Profis in Spe. Ja, absolut. Oh, das wird ein Desaster. Endergebnis 2-2. Hey. Ich bin sicher, die ganzen Zuhörer wussten das auch nicht. Hat eigentlich gar nichts mit TKKG zu tun. Wir dachten, so ein bisschen auf Allgemeinbildung müssen wir hier auch achten. Und Raphael und ich sind ja Fans der deutschen Sprache, von daher geht's darum. TKKG ist eine Abkürzung für Thorsten, Kai, Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi. Soweit, so bekannt. Was ist in der deutschen Sprache der sprachwissenschaftliche Ausdruck für ein Kurzwort, das aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter besteht? Hier, Akronym. Respekt. Respekt. Germanistik studiert.
Ja, guck. Okay, dann war das eine Pflichtantwort. Sehr gut. Gut, dass wir dann noch 6 weitere Fragen in die Richtung haben. Oh, verdammt. Was hast du Erik, hast du auch studiert? Und wenn ja, hier war's? Ich habe Geschichte und Politik studiert. Puh, weiß ich nicht, ob wir da... Nee. Da würde ich richtig verlieren. Eieiei. Okay. Hol mal eine Frau dazu. In Ordnung. Frage 3 ist eine Schätzfrage. Wir beziehen uns hier auf die Titel der Musikkassetten. Wie viele der ersten 100 Folgen ohne Specials beginnen mit dem Wort die? Da Svenja vorne liegt, darf Svenja als erstes schätzen. 30. Kann ich die Frage nochmal hören? Also die Titel der Musikkassetten von TKKG. Mhm. Von den ersten 100, wie viele davon, also von den Titeln, beginnen mit dem Wort die? Das ist jetzt sehr positiv, dass Svenja zuerst geantwortet hat, weil ich muss jetzt quasi nur eins mehr oder eins weniger sagen. Ich sag mal eins mehr, 31, weil ich überhaupt keinen Schimmer habe. Schlecht. Ein weniger gesagt, jetzt wärst du näher dran gewesen. Es sind tatsächlich 17. Okay. Woher weiß man den Titel von den Musiken? Ganz einfach, wenn man da sitzt und sich Fragen aussuchen muss und ausdenken muss für so ein Quiz, dann überlegt man, was könnte man denn machen, und dann guckt man sich die ganzen 100 ersten Folgen mal an und überlegt, was kann man denn dazu fragen. Dann kommt man auf so einen Quatsch. Sonst natürlich nicht. Hast du das nicht mal in irgendeiner Folge von uns schon gefragt? Ich? Hast du mich das nicht mal gefragt? Oder war das offline? Nein, es ging darum, dass die ersten 3 war, glaube ich, die Jagd nach den Millionendieben. Genau, der blinde Hellseher, das leere Grab im Moor. Und darum ging es, dass wir den Artikel schon mal durch hatten. Ich dachte, ihr redet von den Musiktiteln. Okay, Entschuldigung. Nee, Raphael hat Musikkassetten gesagt. Also wegen MC. Ja, also okay, er meinte ich aber auch nicht. Okay, gut. Okay. Nach dieser Verwirrung kommen wir zur Frage 4. Und jetzt kommen wir das erste Mal zu einer richtigen Inhaltsfrage. Und ihr dürft wieder mit hier antworten, wer sich berufen fühlt. In Folge 26, das Geiseldrama, bekommen es TKKG mit einer terroristischen Vereinigung zu tun. Wie nennt sich diese? Hier. Brigade Staatsfeind. Sehr gut. Boah. Vollkommen richtig. Ohne Antwortmöglichkeiten. Wahnsinn. Die Brigade Staatsfeind. Das ist ja Wahnsinn. Brigade wusste ich auch. Ich dachte, heißt es Rote Brigade? Oder Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Dame heißt, die anführt. Das war Oliviera, glaube ich, ne? War das nicht die Folge, wo der Tim dann diese Nitroglycerinflasche ausgießt oder genau. So? Okay. Und dann ganz am Schluss einfach die Polizei, alle Leute, die da sind, auch TKKG, in dem glauben lässt, der würde die jetzt gleich alle in die Luft sprengen. Richtig gut. Das ist mit meiner Lieblingsfinalszene bei TKKG. Raphael hat natürlich gar keine Ahnung, worüber wir gerade reden. Hallo. Ja. Was ist denn hier los? Ja. Wie viele Monate brauchen wir, bis wir bei 26 sind? Wir sind jetzt wir haben Folge 7 aufgenommen. Oh. Bis 26 sind 19. Ach, das geht ja noch. Im Moment veröffentlichen wir aber im 2-Wochen-Rhythmus, ne? Ja, stimmt. Also. Ja, wir haben ja Zeit. Genau, wir haben ja Zeit, ist ja gar kein Problem. Wir haben ja keine Familie und so und keine Arbeit. Und keine Hobbys, gar nichts. Wir machen das ja meistens, den ganzen Tag nehmen wir 4-5 Folgen auf. Ich lese nur noch TKKG im Moment. So kommt es auf jeden Fall rüber. Das ist so, also andere Bücher lese ich im Moment nicht. Erik, der hat gar nichts gelesen. Ich habe Erik dahinter, sich 38.000 Romane stehen. Also sind das Geschichtsbücher wahrscheinlich, ne? Naja, es sind Geschichtsbücher, sind auch Romane dabei, aber auch viel von meiner Frau, Germanistik. Das heißt, das ist richtig interessante Zeug. Wir haben noch. Guck mal, wenn du gleich die Kamera ausmachst, kannst du auch Sachen nachschlagen, wenn Svenja ein bisschen hakt bei Germanistik. Politische Systeme Osteuropas könnte schwierig werden, da Antworten zu finden. Also das ist so richtig, was ich mir vorstelle, so im Strand, ne? Ja, im Sommerurlaub, politische Systeme Osteuropas. Ja, ganz, ganz toll. Auf den Strand an, ne? Dabei ein Desperados trinken. Toll. Hey, gibt's das noch? Desperados, klar. Ja? Ich dachte, das wäre so mit Smirnoff Eis damals irgendwie untergegangen. Nee, ist kein Alkopop, ne? Nee, ist ein Bier. Gibt's Smirnoff Eis denn wieder? Ich glaube ja. Echt? Aber da haben wir uns also in Deutschland früher weggeballert. Nur in ja, ach Gott, hör auf. Darf man im TKKG-Podcast über Alkohol reden?
Ja, nur. Wir sind die Bösen. Ach so, okay. Wir weinen gleich in unseren Smirnoff. Richtig. Da ist doch diese Werbung her mit Sergio, mit Smirnoff. War das nicht so? Wenn du diesen Typ, Sergio, kennst du ihn nicht? Hell-dunkle Haare, ungefähr so groß. Sergio. Egal. Das ist nicht so wichtig. Auf der rechten Seite nur einen Arm. Ja, ja, genau. Genau. Oh Gott. So, wir langweilen unsere Gäste, Raphael. Lass mal mit Fragen weitermachen. Ja, okay, okay. Ich kriege nur Durst, das ist alles. Ja, okay. Ja. Du darfst gerne, du hast ja Feierabend, ne? Ja, ja. Ja, also wenn du willst, ne? Ja, würde gern. Mach den Schnaps auf. Ich würde gern, ich muss Kaffee trinken. Gut, fahren wir fort. Frage 5. Die gerade genannte Brigade Staatsfeind hat unter den Lehrern des Internats mindestens einen Sympathisanten, Dr. Jens Dikal. Welchen Spitznamen hier trägt dieser laut Willi unter den Schülern? Der Molch. Boah, Alter. Bevor ich die Frage zu Ende gelesen hatte, ist der Wahnsinn. Sehr gut, sehr gut. Erik, du hast es vermutet. Nee, es war, nee, da dachte nee, ich meine, es läuft so, wie du vermutet hast. Ja, hast okay. Ja, wir haben noch Wahnsinn. Ich hole doch auf. Wir haben, wir haben gerade mal ein Viertel des Quiz um. Lass Sven ja nur im guten Glauben, weißt du, und dann. Ja. Frage 6. Kommen wir uns zu einem Klappentext, wie eben angekündigt. Ich lese euch den vor und wenn ihr denkt, ihr wisst, woher oder aus welcher Folge der stammt, dann sagt einfach hier. Hier reicht mir der Titel, mir reicht aber nicht die Nummer der Folge. Also den Titel solltet ihr wissen. Perfekt wäre natürlich beides. Die TKKG-Bande überwältigt einen Einbrecher, der in ein Haus einsteigen will. Als dieser die Maske fallen lässt, sind die vier TKKG-Freunde ja sehr... Die Stunde der schwarzen Maske? Was? Auch das ist richtig. Klang erst nach der Schlangenmensch, ne? Das war doch hätte auch sein können, ja. Auch, aber den haben sie nicht überwältigt. Das war doch der, wo die Tochter... Ja, okay, Entschuldigung. Vielleicht sollte Svenja einen TKKG-Podcast machen, habe ich das Gefühl. Ich habe meine Masterarbeit drüber geschrieben. Wirklich jetzt? Ja. Ach, wie stark ist das denn? Ja, guck mal. Ich habe auch. Ist aber schon ein paar Jährchen her. Boah, wie stark ist das denn? Was war das Thema? Die komplette Serie. Können wir die online stellen? Veröffentlichen wir bei Instagram einfach die ganze Masterarbeit über TKKG. Genau. Mach mal ein Highlight draus, ja. Ja. Wie viele Seiten hat die dann, so eine Masterarbeit? Ich habe nie studiert, ich weiß das nicht. 80, 90, es ist schon ein bisschen her, ja. Müsste die nicht eigentlich in der Staatsbibliothek sein? Nee, habe ich nicht gemacht. Nee, okay. Konnte ich auswählen, wollte ich nicht. Ah, okay. Gut, jetzt ist nämlich ohne Wettbewerbsverzerrung. Also, Frage 7. Jetzt kommen wir zu den wirklich interessanten Sachen. In diesem Fall über uns, beziehungsweise über mich. Mal gucken, wie detailliert und aufmerksam ihr unseren Podcast gehört habt. Was ist mein absolutes Hassgemüse? Das wurde in einer Folge natürlich erwähnt, das hat Raphael mehrfach gesagt. Ihr sollt nicht nur TKKG hören, sondern auch Audio Adlan. Ich warte mal auf die 4 Antwortmöglichkeiten. Das ist, glaube ich, einfacher. Ja. Svenja? Ja, ich warte auch. Okay. A, Aubergine, B, Paprika, C, Tomate, D, Artischocke. Artischocke. Paprika. Vollkommen richtig, ist B, Paprika. In meiner Welt schmecken auch alle drei Farben gleich. Da kriege ich immer einen Rüffel dafür. Die grüne wird wohl am schlimmsten schmecken. Ich weiß es nicht, für mich sind die alle schlimm. Ja, die grüne schmeckt schon, also das ist so die man am wenigsten gerne isst. Ist, oder? Die ist schon ein bisschen, so bitter ist die. Die wird auch nur mitgegeben, damit die gekauft wird in dieser Dreier-Ampel-Dings. Ja, das ist richtig. Das ist gegen Paprika-Diskriminierung wahrscheinlich. Ja. Gott. Ja, Erik, das wird ein bitterer Nachmittag für dich. Aber wenigstens nimmst du es noch mit Humor. Vielleicht ist die Svenja bei der nächsten Frage ja gnädig und antwortet ein bisschen langsamer. Okay. Abwarten. Denn eigentlich ist das was ihr beide wissen müsst. Deshalb habe ich hier auch dazu geschrieben, ihr müsst schnell sein. Na gut. Wie lautet der Vorname von Kommissar Glockner? Ja. Emil. Jawohl. Stark. Ich habe auch was gewusst.
Weißt du, ich kenne mich von den ganzen Hörern. Warum habe ich so einen Vollidioten eingeladen? Ich hätte das alles beantworten können. Da müssen wir dazu sagen, es haben sich zu diesem Quiz gar nicht so viele Leute beworben. Ich glaube, wir hatten so 7 oder 8 oder 9 Bewerber. Unter denen war es natürlich jetzt einfach Glückssache. Aber beim nächsten Mal haben ja die Leute die Chance, sich dann dementsprechend zu bewerben und dir zu zeigen, dass sie es besser können. Das ist wie die Leute, die zu Hause Wer wird Millionär gucken und sagen, die 64.000-Euro-Frage ist so ein Klacks, aber die sitzen ja gar nicht da. Ne? Richtig. Genau. Und hier geht es um richtig was heute. Wir haben euch noch gar nicht gesagt, worum es geht. Ihr geht nachher aus den Latschen. Ja, ich hoffe, die Belohnung ist mindestens so hoch wie bei TKKG, oder? Mindestens. Ja. Unter anderem gibt es dies hier, kann ich euch hier schon mal sagen. Das ist ein Audio-Adlernest-Kühlschrankmagnet. Oh, cool. Geil. Den, noch nicht mal ich habe einen. Also von daher genau. Ist das schon ziemlich cool. Und ich würde sagen, den gibt's für beide. Und die Gewinnerin oder der Gewinner. Die Gewinnerin sagt das schon. Ja, für die hätten wir einfach, ich habe das Einzige, was ich noch habe, was TKKG bezogen hier ist, ich habe natürlich die ganzen Bücher, die ich für die Vorbereitung benutze und da sind jetzt 7 Stück angefallen und dann kannst du dir eins aussuchen, wenn du möchtest, dann hast du ein Original Audio Adlernest TKKG Buch mit meinen hässlichen Notizen da drin und ja, das wäre noch der Hauptpreis heutzutage und ansonsten geht es natürlich um Ruhm und Ehre. Sind das neue Ausgaben, die du hast oder hast du die alten Pelikan? Nur die alten. Pelikan. Geil. Genau, die kaufe ich mir so über eBay Kleinanzeigen jetzt zusammen, weil ich ja dementsprechend 100 Stück benötige. Oder ich weiß gar nicht, bis zu welchem Folge es Bücher gibt. Gibt es das, die ersten 100 Bücher? Ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich. 130, dachte ich, oder? Ja. Nicht irgendwie? Echt krass. Ja, von daher. Aber die meisten eBay-User sind ganz freundlich und geben die so für 1 Euro auf 2, geben die ab. Echt? Und manchmal kriegt man noch eine Ausgabe dazu geschenkt, wenn die nicht mehr ganz so gut aussieht und so. Also das passt schon. Wenn man danach sucht, findet man die tatsächlich. Das mal machen. Raphael, Frage 9. Thomas, sehr gerne. Mhm. Frage 9. Voll gerne. In Folge 42, die ich noch nicht kenne, befindet sich Tim auf dem Rückweg von seiner Mutter und deckt im Zug eine Fundunterschlagung auf. Dabei hilft ihm ein T-Fleck auf einem unterschlagenen Zugticket. Welche Form hat dieser? Hier. Rhombus? Ja. Richtig. Ja. War richtig? Ja. Wahnsinn. Sensationell. Könnt ihr ungefähr sagen, wie oft ihr die Folgen und bis zu welcher Folge gehört habt? Kann man das so noch sagen? Also mit Kindheit, gut, wird jetzt schwierig wahrscheinlich, aber... Oder gibt es eine Folge, wo ihr sagt, die habe ich bestimmt 100 Mal gehört? Ja, die Bettelmönche. Ah, okay. Das war eine im Palasthotel. Ja. Ich mochte UFOs in Bad Finkenstein gerne. Wie oft ich die gehört habe, weiß ich nicht, aber das ist so Nostalgie. Also Angst in den 9a war auch eine, die ich wahnsinnig gerne gelesen und gehört habe. Und eben also auf UFOs, wenn die macht, auf die freue ich mich. Aber es dauert noch ein bisschen, glaube ich. Ja, bisher sind alle Fragen, die sich zum Inhalt hier beziehen, sind natürlich Fragen aus Folgen, die ich sehr gut kenne. Ja. Das Geiseldrama und jetzt Anschlag auf den Silberfall. Weil sonst muss ich ja die Folgen alle nochmal gehört haben, um jetzt mir da so Inhaltsfragen auszudenken. Und wir sind ja erst bei Folge 7. Von daher, das wäre ein bisschen doof gewesen. Kommen wir zur Halbzeitfrage, zu Frage 10. Bis zu welcher Folge wurden die Musikzwischenstücke des Musikers Carsten Bohn verwendet? Erik, du musst Risiko gehen. Der hier das Quiz beeinflusst, also ist unglaublich. 55. Du sagst 55? Ja. Das stimmt nicht. Aber guter Versuch. Muss ich jetzt... Du kannst entweder antworten oder dir die Möglichkeiten vorlesen. Dann höre ich mir die Möglichkeiten an. Und Eriks Antwort passt wunderbar in die Antwortmöglichkeiten. 11, 22, 33 oder 44? 33. Du hast 55 gesagt und 33 ist für dich leider, Erik, richtig. Sehr gut. Ich bin schwer beeindruckt, was wenn ihr alles weiß. Glück. Nee. Doch, auch Glück. Das war gerade Glück, ich hatte keine Ahnung. Aber gut, ich meine, natürlich ist immer ein bisschen Glück, dass Fragen gestellt werden auf die man die Antwort kennt. Das ist ja auch irgendwie bei Wer wird Millionär so. Ne, da hat man sehr begrenztes Wissen teilweise und da hat man mal Glück. Ich konnte einmal die 1-Million-Euro-Frage beantworten. Da ging es nämlich um den Zug? 1984. Ah.
Und das hatten wir in der Schule gelesen. Da ging es darum, wer der Hauptprotagonist in diesem Buch ist. Nämlich, ich glaube, John Smith heißt der. Mhm. Und das war die 1-Million-Euro-Frage. Und das ist natürlich nicht, weil ich super schlau bin, sondern weil ich einfach Glück hatte, dieses Buch gelesen zu haben. So. Ne? So ist das ja bei dem Rhombus zum Beispiel auch, bei Anschlag auf den Silberfall. Ne? Ja. Das ist was, was einem irgendwie präsent ist, was man noch im Kopf hat. Ich glaube, es ist deswegen, weil ich das Wort damals als Kind nicht kannte. Und ja, dann wirklich, da gab es ja unten noch die, ich glaube, so Fußnoten, ab und zu noch so Erklärungen von manchen Sachen. Und das hat sich dann einfach, oh, ich habe was Neues gelernt. Deswegen mochte ich die auch so gerne. Ja. Aber du warst ja eigentlich auf dem richtigen Weg. Also die Schnapszahl war es ja gerade. Ja. Ja. Machen wir kurz einen Halbzeitstand. Nach 10 gespielten Fragen hat der Erik 5 und die Svenja 13. Aber ist noch alles drin. Jetzt kann sich alles nochmal drehen. Du musst ja nur den Punktestand umdrehen sozusagen. Du machst jetzt 13 und die Svenja 5 und genau. Bangerang. Genau, dann ist gleich ich war ja. Ja. Gut. Frage 11. 1992 erschien der erste TKKG-Film im Kino. Eine Realverfilmung, produziert von Bernd Eichinger. Wie lautet der vollständige Titel des Films? Hier, ich habe keine Ahnung. TKKG und die rätselhafte Mind Machine. Das ist für keine Ahnung schon sehr präzise, finde ich. Das ist der Film von 2008, glaube ich. Okay. Irgendwas mit... Den gibt es wirklich? Nee, aber den ganzen weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur ein Wort, was drin vorkommt. Du kannst dir das vorlesen lassen jetzt. Ja, ich lasse mal vorlesen. Okay. Ich gebe dir immer Tipps geben, ne? Ja, ja. Ich muss meinen Mund halten, ich kann das nicht so gut. A. Ein Film für TKKG, genau. So hieß der. A. Ein Fall für TKKG, Schatz in der Drachenhöhle. B. TKKG, die Profis in Spe. C. TKKG, für uns ist kein Fall zu schwer. D. Ein Fall für TKKG, Drachenauge. Verdammt. Also es ist A oder D. Ich sag mal A. Leider D. Das war so klar. Ist aber auch fies gestellt, ne? Drachenhöhle, Drachenauge, ne? Wenn man da so ein bisschen... Drachen wusste ich noch und dann dachte ich mir, der eine ist zu kurz, ist bestimmt länger gewesen, weil die im 19. so lange Titel hatten. Ja, Thomas eine Finte gestellt hier. Man will es den Leuten ja auch nicht zu einfach machen, ne? Ja. Das, dann regen sich nachher die Hörer auch auf, das war viel zu einfach. Wobei, das wird sowieso kommen, bin ich mir sehr sicher. Aber egal. Wir müssen Sven ja erstmal dann alle schlagen. Soll ich gerade sagen. Oder Erik, je nachdem. Also wenn du jetzt immer sofort richtig antwortest, ist es alles gar kein Thema. Ja, ja, gar kein Problem. Fang doch einfach bei Frage 12 damit an. Guter Punkt. Wir machen mal ein Zitat, keinen Klappentext, ein Zitat. Ihr dürft mit hier antworten und so weiter und so fort. Also ich spiele jetzt verschiedene Rollen, aber habt Nachsicht mit mir, ich bin ja kein Hörspielsprecher. Und wenn es jemand öffnet, tja, das wäre entsetzlich, dann ist er so gut wie tot. Aber es sind Warnungen angebracht, in 7 Sprachen. Das muss genügen. Zufrieden? Eigentlich nicht. Ich finde es leichtsinnig. Nervensäge, du kannst dich anziehen. Hier, die schwarze Pest aus Indien. Alter Schwede, was? Was ist los? Ja, das war dieses Paket, was sie bei dem Arzt geklaut haben, mit den Pestbakterien drin. Ne? Genau. Mit den Pocken der schwarzen Pest. Schwarzen Pocken. Ja. Genau. Ja, richtig. Da, Tarzan ist da gerade beim Arzt, der nachher noch zu diesem Gefiedel muss. Zu viel Konzert. Gesprintet. Ja, richtig. Nee, er kann sich anziehen. Es ist schon fast unnatürlich, nee, unanständig, so gesund zu sein, sagt er ihm. Ja, selbstverständlich. Also unanständig. Ich glaube, unanständig, sagt er zu dem. Wo sollen wir denn, nee, für uns Ärzte bist du ein Schreckgespenst, wo sollen wir denn da noch was verdienen? Natürlich. Ich hatte auch mal, wo der Zahnarzt ihn anmault, dass er so gute Zähne hätte, weil er sich immer putzt und so. Ne? Ja, ist das ja. Dr. Beißinger? Weiß nicht mehr, wie der hieß, aber das habe ich noch Klößchen gleicht das wieder aus. Ja, eben. Also die Moral in den Büchern war schon mit dem Holzhammer draufgehauen. Top-Level, ja. Ja, und die Namen müssen ja auch das dementsprechend immer beschreiben, den Beruf oder den Stand. Aber ich meine, ich finde das ja gerade deswegen so lustig tatsächlich. Schacher Ben Öli später und so, das sind einfach mega Namen. Finde ich richtig gut. Ja, die beschreiben halt ungefähr... Sind lautmalerisch. Ja. Dr. Beißinger finde ich schon, also falls es den nicht gibt, sehr gut. Nicht sehr gut.
Dr. Beißig? Dr. Thema Beißig. Das erinnert mich immer an diese bescheuerten Friseurnamen, ne, in der Stadt. Wenn so vorbeifährst, so irgendwie. Weiß vorher, ich nicht. Nachher. Mhm. Mir fällt gerade noch eins ein, was es nicht gibt. Es gab doch damals diese Sendung mit Harald Schmidt und Herbert Feuerstein. Schnitteinander wäre doch ein guter Friseurname, oder? Finde ich gut. Fände ich auch gut für einen Blumenladen. Ja, Schnitteinander. Würde ich gleich mal patentieren lassen. Ja, ja, wirklich. Ihr habt es hier zuerst gehört. Für den dritten oder siebten Friseur in der Stadt. Ja. Der letzte Friseur vor der Autobahn. Ja. Wenn euer Friseurladen oder euer Blumenladen so heißt, bitte schreibt uns das. Ja. Wir kommen euch besuchen. Foto machen. Wahrscheinlich. Nee, wir kommen nicht. Macht ein Foto. Je nachdem, wo es ist. Okay. Je nachdem, wann das 9-Euro-Ticket zurückkehrt. In Frage 13 geht es um Sport. In Folge 50 blödeln Tarzan und Willi mit einem Sportgerät in der Stadt herum, während Gabi und Carly Einkäufe tragen. Um welches Sportgerät, das schlussendlich gegen ein Auto prallt, hier, handelt Frisbee. Es sich hier? Ja, vollkommen richtig. Oh mein Gott. Tor! Ja, das ist richtig. Erik. Ja, ich bin noch da. Pack mal ein bisschen Red Bull in die Kaffeetasse. Das kann ja so nicht weitergehen hier. Warum melde ich mich bei sowas an? Ja, du hast immerhin Werbung für deinen Van Dusen-Podcast gemacht. Also, ne? Das ist Guerilla-Marketing quasi, was wir hier machen. Das jetzt Werbung ist mein Auftritt. Ein Quiz sprengen, noch nie von TKKG gehört haben, aber man hat einen Podcast beworben. Schlecht. Das sind die aus Rocky Beach. Oder da weiß Raphael wieder nicht, wovon du sprichst, oder? Bitte? Genau. Okay, habt ihr noch Bock auf Frage 14? Ja, klar. Jo. Okay. Jetzt wird es wieder inhaltlich. Obacht. Wie heißt die Biologielehrerin in Folge 18 Hexenjagd in Lerchenbach, die von manchen der Einwohner ihres Dorfes für eine Hexe gehalten wird? Svenja weiß es nicht. Ich weiß es aber auch nicht. Ich weiß, dass sie rote Haare hatte. Ist ja eine Hexe. Ja. Raphael, möchtest du dich pauschal für uns beide bei allen Rothaarigen entschuldigen, oder? Nee. Okay. Wenn ihr Antwortmöglichkeiten haben möchtet. Ich würde gerne die Antwort. Wir können einen Tipp geben. Ich habe das Gefühl, die Svenja, die grübelt, die hadert noch mit sich selbst ein bisschen. Ja, sie kommt gleich drauf. Ja, macht mal weiter. Müssen wir uns die jetzt bis zum Ende anhören, die Antwortmöglichkeiten? Nee, du kannst unterbrechen. Doch. Nee, nee, also. Da haben beide die Möglichkeit jetzt zu antworten. Okay. Ja. Ich finde die Antwortmöglichkeiten super, wenn man sich im Fußball ein bisschen auskennt. Ja. Es ist entweder A, Helga Hessler. Yeah. Ui. Oh, da war aber jetzt... Helga, darf ich noch sagen oder nicht? Ja, ich würde sagen... Ja. Helga Götze. Das ist vollkommen richtig. War Fußball jetzt der Tipp? Nee, ich habe die Folge gestern gehört. Ich gehe kaputt. In Vorbereitung in den letzten Wochen einfach die ersten 100 Folgen nochmal gehört. Genau, einfach nicht mehr geschlafen. Und ja, bist aber nur bis Folge 18 gekommen. Ja, ja, wenn du gestern die gehört hast, ne? Ja, schade, es wäre noch Helga Schürrle oder Helga Hummels gekommen, aber es ist Helga Götze. Soll ich nochmal den Punktestand nennen, Erik, oder machen wir das erst am Schluss? Oh nee, komm, mach mal. Okay, du musst erstmal eidesstattlich versichern, dass du ihr nicht die Fragen vorher geschickt hast. Das kann ich hiermit versichern. Ich glaube, Raphael, du bist dran, ne? Nee, du wolltest einen Zwischenstand machen. Nee, der Erik wollte nicht, deshalb ich auch wollte nicht. Mal drauf. Achso, okay. Nee, ich sagte nur mal so als Ansporn und so, jetzt... Traurige Sachen hören wir uns nicht. Wir lassen das. Das ist am Staffellauf, jetzt ist quasi deine Zeit, den Stab zu nehmen. Ich glaube, der Stab, der fällt dann hin, weißt du, bei der Übergabe. Das passiert ja auch schon mal. Mano, was ist das denn jetzt? Okay, das ist jetzt aber was für dich. Okay. Frage 15. Wie lautet der Name der Teestube, in der Ali und Hassan, zwei vermeintliche Mitglieder der Monsterbande, verkehren? Die Folge ist euch ein bisschen im Kopf. Ich glaube, es ist 69, ne? Ist 69? Achtung, die Monster. Achtung, die sich da verkleiden als irgendwas. Diese Party sprengen da. Die Schulparty sprengen, ne? Genau. Hier Hassan, du verstehen.
Oh. Svenja sagt hier. Zum Schweif des Kometen. Nochmal bitte? Zum Schweif des Kometen. Beim Schweif des Kometen. Ja, genau. Lass mal gelten. Ja. Respekt. Das ist ja Wahnsinn. Beim das kenne ich tatsächlich nur Kometen. Als Ausruf. Meinst du, kommt das daher? Beim Schweif des Kometen? Ja. Also dieser Ausruf, das sagen ja manche, das habe ich auch mal in irgendeinem Film gesehen oder so. Beim Teutates kenne ich nur. Ich wollte genau. sagen, also ich habe das noch nie gehört. Ja. Ich auch nicht. Beim Schweif des Kometen. Ja, wirklich. Verrückt. Ich weiß nicht, mit welchen Leuten du verkehrst. Ja. Das könnte ja Hassan haben. Anscheinend. Ja, ich wurde im Ruhrgebiet. Was glaubst du denn? Ja, eben. Könnt ihr öfter mal in eine Teestube mal einbauen. Ihr könnt dann immer, wenn einer was weiß, beim Schweif des Kometen, das hätte ich nicht. Boah, das ist gut. Ja, das ist ja so eine Sache. Das haben wir lustigerweise noch gar nicht als Kommentar bekommen. Also es haben sich noch keine Leute darüber beschwert, dass wir keine Audioschnipsel einspielen, während wir die Folge machen. Das wäre ja hier und da bestimmt mal passend. Ja, und da gilt ja auch das Zitatrecht und so in 15 Sekunden. Aber, puh, Europa ist ein großer Schuppen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das riskieren, dass wir bei YouTube irgendwie so einen Copyright-Strike bekommen oder das, jo. Ja, weiß ich habe meinen Anwalt gefragt, mal irgendwann aus Spaß und ob das, wie das ist mit diesen 15 Sekunden, der hat gemeint, naja, im Prinzip schon, aber ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Ja, genau. Die Gefahr, dass du dann einen bösen Brief kriegst, ist... Jo. Also ich habe noch einen anderen Hörspiel-Podcast über die Jantenna-Serie. Der nennt sich die Silbervögel. Und da sind wir aber mit der Firma in Kontakt gewesen und die haben uns gesagt, also die sind proaktiv auf uns zugekommen und die haben gesagt, es ist in Ordnung, macht jetzt kein Riesending draus, könnt ihr aber machen. Dann haben wir uns getraut. Bei Europa weiß ich nicht, ob ich mich jetzt hier unbedingt trauen würde. Wenn die irgendwann auf uns zukommen und sagen, hey, finden wir gut, dass ihr das so macht und so weiter, dann ja. Und ansonsten muss man halt die Hörspiele vorher und nachher nochmal selber hören. Aber da wollen wir uns noch nicht so rantrauen. Ich finde, ihr macht das schon ganz gut. Ja, danke. Tito. Gerade noch so gerettet. Wir machen das ganz gut. Wir stellen beim Quiz die falschen Fragen. Das ist blöd. Das ist richtig. Ja, das ist richtig doof. Das ist jetzt auch nur eine Momentaufnahme. Also, ja. Alles gut. Morgen ist das alles wieder gut, Erik. Einmal drüber schlafen heute und dann ist alles wieder gut. Schnappschrank leer trinken. Also. Ja. Was war los? Ich habe beim TKKG-Quiz verloren. Ach so, ja klar. Sehr gut. Kommen wir zur Frage 16. Das ist eine weitere Schätzfrage. Und die Svenja muss als erste antworten. Wer weiß, ob das gut oder schlecht ist. Denn ich möchte von euch wissen, auf wie vielen der ersten 50 Cover, weil ich hatte keinen Bock, mir 100 anzugucken, ist Gabi zu sehen. Da ich mir die Cover nie angucke, würde ich jetzt mal sagen, 45. Auf 45 von 50? Mhm. Okay. Ihr meinst aber das Bild nicht dieses Logo von TKKG? Nein, das natürlich, das wäre dann wären es ja 50. Ja, ich wollte. Das wäre eine richtig gemeine Frage. Das wäre echt gut. Die wäre gut. So weit habe ich nicht in die Ecke gedacht. Ja, gut. Dann ist definitiv weniger. Die ist super selten drauf. Ich glaube, meistens ist eh nur Tarzan drauf. Du hast die Möglichkeit, 3 Punkte zu erwischen, wenn du die exakte Anzahl sagst, ne? Also? Ne, die exakte. Ich sag mal, wenn ich jetzt zu tief gehe, ist auch doof, ne? Naja, also ich sag mal ja auf 17. Das ist ziemlich knapp. Ja. Es sind 15. Ja. Weil sie ein Mädchen ist. Weil sie ein Mädchen ist, genau. Kommt sie abends nicht mit und muss auch früh ins Bett. War sehr ungewohnt, auf der rechten Seite des Blocks gerade einen Strich zu machen. Die Motorik ist schon soweit... Sorry. Erik hat sich auch schon Abend gefreut. Was machst du? Tut mir leid. Habt ihr nicht dieses Ding mit dem Überf, wie war das, mit dem Klößchen gedisst wegen Fettleibigkeit oder so ähnlich? Ich merke da eine gewisse Tendenz. Ja, okay. Vielleicht sagen wir auch einfach, du bist beim nächsten Quiz wieder dabei, damit noch jemand, weißt du, wir können ja mal schauen. Oder ob, vielleicht wirst du aber sukzessive dann auch besser. Ja, total. Wir schauen mal, wie wir es machen. Ich melde mich nie wieder. Oh, schön. Sehr gut. Gut. Kommen wir zur Folge. Kommen wir zur Folge. Sagen? Folge 17. Ja, genau. Folge 17. Es ist unglaublich. Kommen wir zu Frage 17. Nochmal zurück zu einem unserer Sprecher. Manu, von uns scherzhafterweise Lebowski genannt, aber in Wirklichkeit heißt er natürlich Lubowski.
Seine erste Hauptrolle als Schauspieler hatte er 96 in einem Märchenfilm namens Der Feuervogel. Regie führte hier übrigens Václav Volicel, so heißt er, glaube ich. Der Regisseur des populären Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Das ist ja dein Lieblingsweihnachtsfilm. Das ist richtig. Der steht auch tatsächlich hier diagonal von mir im CD/DVD-Ständer. Ja, sowas habe ich. Als ich das gelesen habe hier, habe ich das sofort mit aufgenommen. Ich dachte, das freut dich. Super. Ja, total. Ja. Ich habe direkt wieder den Ohrwurm von dem. Ich habe den ja noch nie gesehen. Was? Nee, habe ich nicht. Wirklich. Das ist eine Bildungslücke, würde ich sagen. Ja. Mit Sicherheit. Du kennst ja jetzt ungefähr den Regisseur. Ja, Václav irgendwas. Václav Wolwig. Nennen wir ihn Václav V. Ja, okay. Double V. Manu lernte während der Dreharbeiten eine bekannte Schauspielerin kennen, mit der er anschließend von 97 bis 2001 liiert war. Um welche Schauspielerin handelt es sich hier? TKKG Brigitte Edition. Oder genau. Das neue Blatt oder so. Die aktuelle. Neue TKKG-Revue. Ich warte auf die Antwortmöglichkeit. Okay, machen wir die Antwortmöglichkeiten. Ich habe auch keinen Plan. Schade. Antwortmöglichkeiten wieder 4 an der Zahl. A. Tina Ruland. B. Mariella Ahrens. C. Heike Makatsch. Oder D. Jenny Elvers. Ich würde sagen, die Svenja antwortet zuerst, weil sie vorne liegt. Ah. Dann nehme ich B. Also, ich kenne nur Heike Makatsch, von denen du genannt hast. Okay. Du kennst nicht Manta Tina Manta Ruland? Manta Manta nie gesehen? Nein. Was? Wer ist das? Manta Manta. Der Film. Nee, Manta Manta, der Film nicht. Manta, der Film Manta, oder Manta Manta? Du hast den wirklich nie gesehen, so wie du gerade reagiert hast. Ne? Nee, ich habe das nie. Nee, ich weiß, da gab's auf Sky heißt es, gibt es eine Bewerbung für den zweiten Teil davon. Ja, genau. Aber als ich den ersten schon nicht gesehen habe, dachte ich mir, spare ich mir den zweiten. Mit dem unfassbar talentierten deutschen Schauspieler Til Schweiger. Ist der nicht bekannt geworden dadurch? War das nicht seine erste Rolle, seine erste große? Ja, seine erste große, ja. Es ist leider A, Tina Ruland. Natürlich. Das ist vollkommen logisch. Wie heißt in Manta Manta, Raphael? Uschi. Selbstverständlich, die Uschi. Ihres Zeichens Friseurgesellin. Ja, ich habe gehört, über diesen Film gibt es auch einen tollen Podcast. Ja, zumindest mehrere Folgen. Könnt ihr mal suchen, wenn ihr möchtet, im Internet. Da könnt ihr vielleicht altbekannte Stimmen hören. Kommen wir zu Frage 18. Erik, langsam wird's eng, muss ich sagen. Also irgendwie eine Sonderregel müssen wir uns vielleicht noch ausdenken, damit du das Ding hier noch drehen kannst. Die alte Intro-Musik von Carsten Bohn ist euch beiden bekannt? Fragezeichen. Wenn ich sie höre, ja. Gut, denn das ist Voraussetzung, um die folgende Frage beantworten zu können. Das Instrumentalstück nennt sich No, No, No und wird hier mit schön schrecklichem Gesang von TKKG veredelt. Was lässt Karl laut des Textes des alten Intros tanzen? Hier, die Fakten. Ja, was soll ich sagen? Natürlich sind das die Fakten. Ja. Richtig. Gabi ist ein Klößchen, ist ein guter Typ. Gabi hat den Tarzan lieb. Genau, Tarzan ist der Kopf des Ganzen. Ja. Karl lässt schnell die Fakten tanzen. Ja. Krass. Hast du noch nie gehört, Raphael, das Intro, ne? Das alte? Muss man mal machen. Ja, bei den neuen Spotify-Folgen oder auch bei den, ist nur das neue Intro drin und das ist ja Carsten Bohn. Aber ich sag mal so, es ist nicht das allerbeste Hörspiel-Intro aller Zeiten. Das klingt wirklich richtig schlimm. Aber gut. Ich hatte bei No, 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 hatte ich zuerst 90er Dance im Kopf und dann irgendwas von Destiny's Child, glaube ich. There's no limit. Ja. Aber wo? Das gibt aber jetzt einen Punkt. Das sehe ich auch so. Okay, ich mach den nochmal. Das war sogar der Albumname, das war sogar richtig, richtig gut. No Limits, ne? Von Two Unlimited. Mhm. Packen wir auf die Playlist hier mit. Ja.
Auf jeden Fall. Wir haben in der letzten Folge schon so wenig Lieder draufgepackt. Und heute, möchtet ihr noch was draufpacken? Einfach so eure Lieblingslieder? Lieblingssong? Einfach euren Lieblingssong? Nein? Nein. Ah, oh, schade. Ich höre nur TKKG. Ja, okay. Keine Zeit für was anderes. Keine Zeit für Musik. Ja, merkt man. Pack einfach was von Carsten Bohn drauf, das passt ja auch. Ja, okay. Das Original-Intro, bitte. Ja, das gibt's ja nicht, glaube ich. Nicht bei Spotify zumindest. Das wäre ganz gut. Vielleicht hat ja irgendeiner von den Hörern. Wir könnten noch das ganze Leben ist ein Quiz auf die Playlist packen. Heißt das so, das Lied? Und wie sind die Kandidaten? Happe Kerkeling. Ist das Happe Kerkeling? Ja. Dann ist das hier mit drauf. Raphael, hast du noch ein Lied mitgebracht für heute? Nee. Warum nicht? Weiß ich nicht. Soll ich mal spontan eins... Du hast in der letzten Story, hast du eine Band draufgepackt, die fand ich sehr interessant. The Last Beerender, also Bärender sozusagen. Mhm. Und das ist ja offensichtlich eine Anspielung auf The Last Airbender, ne? Genau. Mhm. Von, ist das eine Anime-Reihe? Eine Anime-Reihe. Mhm. Genau. Mhm. Und dann habe ich in diese Band reingehört, und die haben ja Alben, alle Alben, also eine Metal-Band, und alle Alben beziehen sich, also jedes einzelne Lied bezieht sich auf Bären. Mhm. Was für ein irres Konzept für eine Band, ja, durchzuziehen über mehr als zwei Lieder. Fand ich verrückt. Gibt auch diese Band, wo die alle aussehen wie Ned Flanders. Ja. Oakley Dokley. Oakley Dokley, genau. Ja. Ja. Auch stark. Ja. Sehr gut. So, bevor wir die. Um Erik zu erlösen, kommen wir zur vorletzten Frage unseres heutigen Quiz. Das ist Frage 19. Diese dreht sich um Folge 10. Schon mal ein heißer Tipp. Alarm im Zirkus Sarani. In dieser Folge trifft Tarzan zusammen mit Willi vor einem Supermarkt auf den Sympathen Erwin Hiebler, der Tarzans Rennrad umstößt und dadurch leicht beschädigt. Was hat Erwin im Supermarkt gekauft? Ja. Und Spaten. Boah. Yes. Oh, jetzt wird's nochmal eng. Jetzt wird's nochmal eng. Jawohl. Stimmt. Boah, ist Wahnsinn. Ich weiß was, Ja, schade, jetzt kommen wir schon zur Frage 20. Ja, echt schade. Aber es ist ja noch spannend, von daher, gebt alles. Denn für diese Frage gibt es 40 Punkte. Das wäre ein bisschen gemein. Letztes Tor entscheidet, ne? Das letzte, genau, letztes Tor entscheidet. Golden Question. Eigentlich ganz simpel, wenn man die ersten 100 Folgen gut kennt. Nicht schwer, man muss es nur wissen. Richtig. Wie lautet der Titel von Folge 48? 48. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Dann habe ich natürlich Antwortmöglichkeiten, klar. A. Gefangen in der Schreckenskammer. B. Unternehmen grüne Hölle. C. Bestien in der Finsternis. D. Gangster auf der Gartenparty. Svenja. D. Gangster auf der Gartenparty. Erik. Soll ich nochmal alle vorlesen? C. Bestien in der Finsternis. Damit hast du 40 Punkte und gewonnen. Nee, war ich nicht. Das C ist das richtig. Ja, ja. Jetzt ich nicht. Bestien in der Finsternis. Nee, ich konnte zwei konnte ich ausschließen. Bei den letzten beiden war ich mir echt nicht sicher. Also ich hätte, glaube ich, sonst auch D genommen, wenn du es nicht genommen hätte, weil ich mir echt unsicher war. Aber wo ist denn D? Also ich war mir unsicher, ob es D überhaupt gibt. Ich hätte es auch nicht gewusst. Also da, keine Ahnung. Ich habe das habe ich einfach so rausgeschrieben. Alle geht bestimmt Gangster auf der Gartenparty. So. Jetzt 15, bin ich mal auf den Endstand 15, gespannt. 15, 5, 4 im Sinn, 8 hoch, Potenz zu, ja. Erik hat 10 Punkte. Hey! Glückwunsch, 20, also pro Frage einen halben Punkt geholt. Ja. Sehr konstant. Das ist gut. Glückwunsch. Ja. Und Svenja hat atemberaubende 24 Punkte geholt. Ich würde sagen, haben wir die erste Gewinnerin. Svenja, möchtest du dazu irgendwas sagen, zu deinem erdrutschartigen Sieg heute? Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Und ich würde dem Erik gerne mein Buch schenken. Für sein Regal. Das finde ich super. Ja. Danke. Gerne, du hast mehr Bücher als ich.
Ja. Da passt es gut rein. Ich habe auch alle gelesen. Fast alle. Das ist eine gute Idee. Erik, würde ich sagen, kannst du dir eins aussuchen zwischen Folge 1 und Folge 7? Weil die habe ich alle jetzt Angst durch. Angst in der 9a. Angst in der 9a. Ja, dann sollst du das bekommen. Perfekt. Dann schickst du mir einfach im Nachgang per deine Adresse, dann schicke ich dir das zu. Und Svenja, wenn du so einen schönen Kühlschrankmagneten haben möchtest, dann gerne auch, dann schicken wir dir den auch zu. Sind auf 100 Stück limitiert aktuell. Oder wie viel hast du gemacht, Raphael? 200? Ich weiß nicht so genau. Die sind 100. 100, 100, ja. Also, deshalb sage ich dir, die sind auf 100 Stück limitiert. Ja, ja. Im Moment. Ob wir die jemals wieder auflegen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also Svenja freut sich auf jeden Fall, dass sie dabei sein durfte. Die Sache ist aber, du bist jetzt aktuell der Audio Adler Nest Quiz Champion. Also da kann man schon mal hier die Kappe ziehen auf jeden Fall. Das heißt, ja, jetzt keinen Druck, aber du musst noch mal mitmachen. Damit dir jemand den Rang ablaufen kann. Oder auch nicht. Ja, alles klar, gerne. Ja, das hört sich ja gut an. Vielleicht ist es an irgendeinem Punkt auch der Erik. Weiß man nicht. Vielleicht machen wir mal ein Quiz wirklich nur auf eine Folge bezogen und dann nehmen wir das Angst in der 9a. Da hast du natürlich mit dem Buch jetzt einen Vorteil. Ja, aber ich bin mir sicher, dass wenn der noch ich bin echt beeindruckt, was du alles weißt. Ey. Wahnsinn. Danke. Ja, habt ihr noch, Erik, möchtest du noch was sagen? Nee, also ich bin sprachlos ob der Großzügigkeit von Svenja, ihres Wissens und ihrer Großzügigkeit. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich werde versuchen, meinen kleinen Sohn dazu zu bringen, TKKG zu lesen. Also, ja, viele Grüße an der Stelle. Danke, dich ausrichten. Und macht weiter so, Leute. Ich finde euren Podcast wirklich super. Ich mag das. Ja. Vielen Dank. Haben wir vor. Vorher. Ja, wir haben ja gerade erst angefangen. Wir haben uns ja zum Ziel gemacht, mindestens die ersten 100 Folgen zu besprechen. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun, würde ich sagen. Da schließe ich mich auch an. Ich freue mich jeden zweiten Freitag auf euren Podcast, also weitermachen. Machen wir. Raphael, bevor du gleich die erlösenden letzten Worte sprichst, also für heute, nicht für immer. Erlösend. Bedanke ich mich dann mal bei euch beiden, dass ihr so spontan Bock hattet, da mitzumachen. Und an alle anderen sage ich, ihr habt jetzt gehört, wie das hier so abläuft. Svenja hat jetzt so die Benchmark gesetzt. Ihr wisst jetzt, mit wem ihr es hier zu tun bekommt beim nächsten Mal. Also überlegt euch das gut, ob ihr euch bewerbt. Andererseits, Erik hat auch eine Benchmark gesetzt. Also das wäre dann auch die Idee, vielleicht mehr als 10 Punkte zu erreichen, aber mal gucken. Es dauert bestimmt noch eine Weile, bis wir wieder das nächste Quiz machen. Ich muss ja erstmal gucken, dass ich wieder 20 Fragen zusammenbekomme, die nicht die gleichen sind wie heute. Von daher machen wir demnächst bestimmt und ich sag schon mal bis bald und übergebe jetzt für die letzten Worte nochmal an den Raphael. Für die Abmoderation quasi? Quasi. Quasi. Also ihr habt gehört, wenn ihr euch traut oder meint, ihr könntet der Svenja das Zepter des Quiz-Champions entreißen, dann meldet euch gerne. Wenn es euch gefallen hat, teilt es gerne mit allen Leuten, die ihr kennt. Generell unseren Podcast, drängt es ihnen gerne auf. Folgt uns überall, wo ihr könnt, nur bitte nicht nach Hause. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.